Ja, hallo, hier ist der Dirk von Camp Nation. Heute auf dem Westfield Outdoor Stand, auf dem Caravan Salon 2022. Neben mir ist der Tino von Westfield. Auch von mir ein Hallo. Genau, wir haben ja vor, glaube ich, erst 3 Tagen das Video aus dem Entwicklungscenter von Westfield rausgehauen, wo wir die neuen Zelte vorstellen. Hier auf dem Caravan Salon sind jetzt die Endergebnisse. Wir gehen mal ganz kurz durch die Zelte. Wir haben einmal hier hinten das schon beschriebene Orion, richtig? Modell 23. Modell 23, sprich, wenn ihr dieses etwas anders gebaute Orion-Zelt sehen wollt hier auf der Messe, es steht hier. Als nächstes haben wir hier das Vega-Zelt. Ein Durchlaufmodell mehr oder weniger. Es hat jetzt nur die Möglichkeit mit anderen Höhen, richtig? Genau. Also wir haben die Variante mit den Höhen so ein bisschen was angepasst, damit ihr mit einem Zelt mehrere Höhen abdecken könnt. Auch mal spannend, wenn ich mal ein Fahrzeug wechsle, brauche ich zwingend ein neues Zelt. Das Zelt bekommt immer einen Hohlsaum für die Anbringung vom Sonnensegel. Die fehlt jetzt hier noch. Okay. Als nächstes haben wir hier welches Zelt, Tino? Hier haben wir das Ceres-Zelt, auch bekannt. Auch das Ceres-Zelt hat eine Anbringung für ein Sonnensegel. Hier eine kleine Variante hier für die Messe. Wir haben nicht so viel Platz. Und das Ceres-Zelt gab es letztes Jahr nur in 3 Größen. Es gibt es mittlerweile in 5 Größen. Wenn euer Fahrzeug bisher zu klein oder zu groß war für das Ceres, können wir euch heute bestimmt ab heute weiterhelfen. Und es hat einen neuen Stoff? Der Stoff bleibt gleich. Okay. Wir haben bei dem Stoff noch ein kleines bisschen im Detail noch mal ein bisschen was verbessert. Okay. Im Prinzip ist es derselbe Stoff. Die Farbe ist noch mal optimiert, ist, genau. Ist ein bisschen angeraut, aber es ist ein Rapsop-Material wie letztes okay. Jahr auch. Damit sich zum Missverständnis kommt, das ist nur ein Mustersonnensegel, das Original ist länger. Original ist länger. Wie in unserem Video. Das Muster ist jetzt nur, um zu verdeutlichen, dass wir diese Option haben. Ja. Spannend ist, wir sind hier gerade am Händlertag und starten. Ich habe jetzt so viel positives Feedback komischerweise auf dieses kleine Sonnensegel bekommen. Ja, genau. Es könnte sehr gut sein, dass es in 2 Tagen auf der Preisliste steht. Ja, wunderbar. Jetzt gehen wir direkt einen weiter, nämlich zum Galaxy. Ein Zelt, auf das wir ja, worüber wir auch lange gesprochen haben bei der Vorstellung der Prototypen. Hier steht das Galaxy. Das Besondere an diesem Zelt, was die Stoffauswahl ist, ist folgendes. Ja, also einmal Besonderheit, das Zelt wird made in Germany. Stoffauswahl, wie eben angesprochen, wir haben ein All-Season-Tenkate-Dach und wir haben AirTex-Wände. Das heißt, ich habe ein Zelt, was für einen Saisoneinsatz geeignet ist, aber eine Atmungsaktivität hat. Das ist hoffentlich was Besonderes und auch hier vergleicht es auf dem Markt. Wir sind direkt Hersteller. Wir haben immer einen riesen Preisvorteil, weil wir haben den Konzern immer direkt im Hintergrund. Bei uns ist nicht, fehlt einer in der Kette, was so bei manchen mit dabei ist. Dadurch vergleicht gerne die Preise. Ich scheue das nicht. Bevor jetzt die Frage kommt, ist das auch dieses Sonnensegel? Nein, das ist es nicht. Hier ist das Ding so dran. Also das ist so gebaut, da ist nichts angesetzt. Aber hier ist der Hohlsaum. Ja. Ich kann auch dann wieder was noch dazu setzen. Das ist aber mit im Lieferumfang. Okay, dann gehen wir direkt zum nächsten Zelt. Hier haben wir das Pluto 2023. Hier haben wir auch den Hohlsaum drin, um das Sonnensegel, was jetzt auch hier vorgespannt ist, dran zu machen. Was ich hier ganz interessant finde, wir hatten auf den letzten Messen immer die mega großen Plutos hier stehen, also im Umlaufmaß. Jetzt aus Platzgründen steht mal ein kleineres und das finde ich auch gut, weil sich das viele gar nicht vorstellen können, wie so ein umlaufendes Zelt in einer kleinen, das hier wird eine 7 sein, gehe ich von aus. Das ist eine 7, das ist genau. Richtig. Und das ist ganz cool, sich das Zelt einfach mal anzugucken, dass ich eben mit einem kleinen Wohnwagen, mit einem kleinen Umlaufmaß, aber bei der Entscheidung ein XL-Zelt zu nehmen, trotz all dem super geilen Innenraum gestalten kann. Ja. Solltet ihr mal kommen. Und ein witziges, fancyes Teil, das kannte ich selber noch nicht. Es gibt jetzt auch eine Mesh-Wall mit Magneten, um einfach in das Zelt einzutreten. Genau, wer das kennt, mit 2, 3 Kindern auf dem Campingplatz, die Option, den Reißverschluss zu schließen, das ist schon nach einem halben Tag rum. Dann steht das offen. Hier kann ich wirklich mit der Mineralwasserkiste einfach rein, einfach rausgehen. Alles, was nicht ins Zelt soll, Fliegen, Mücken und, bleibt draußen. Perfekt. So, dann gehen wir in den zweiten Teil des Messestands. Ja, wir haben leider so viele Zelte für euch mitgebracht. Mit einem Stand kommen wir nicht klar.
Hier haben wir das neue Neptun stehen, auch in der geänderten Bauweise, wie wir es schon im Video vorgestellt haben, in der Prototypenphase. Mhm. Meiner Meinung nach, was, wenn es um schnell aufzubauende Wohnmobilzelte geht, die aber nicht martialisch groß sind, aber viel Platz bieten, ein perfektes Zelt. Wir hatten es ja auch an unserem Vorführfahrzeug dran in der Firma, da sah es auch richtig gut aus. Wir haben jetzt hier das Besondere, das Prinzip ist gleich geblieben. Das heißt, ihr habt ein Driveaway-Zelt, was ihr aber nicht an der Markise immer oben eventuell in 3 Metern lösen müsst, sondern an dem Zelt. Die Markise holt ihr euch immer runter, gefahrlos, weil ihr habt nur eine 3 Kilo Schleuse, die ihr einzieht. Das Zelt bleibt immer auf dem Boden, das baut ihr quasi auf wie ein Familienzelt, verbindet das dann mit dem Fahrzeug. Ihr habt ein 4 Meter Driveaway-Zelt mit einem super Platzangebot. Ihr könnt das aber um 4 Meter erweitern. Weil rechts und links bekommen wir jetzt unseren beliebten Eris-Anbau dran. Und ihr könnt daraus ein 6- oder ein 8-Meter-Zelt machen, wenn ihr wollt, und seid immer noch Drive-Away-fähig. Ja, cool. Das nächste. Hier ist es. Der Pavillon, den haben wir ja auch in der Prototypenphase beschrieben. Er ist jetzt ein bisschen schmäler geworden. Ich glaube, im Prototypen war 3,50. 3,30 war der Prototyp. Genau. Das war das, worüber wir besprochen haben. Und dann haben wir von Westfield, wir versuchen immer mit den Händlern zusammenzuarbeiten, zumindest mit einem großen Teil. Und wir haben dann mal beschlossen, dass das vielleicht als Buszelt auf dem Markt da draußen mit 3,30 Meter ein Problem mit der Parzelle geben kann. Wir sind jetzt auf 3x3 Meter gegangen, haben hier ein Zelt in einer Pavillonform. Ich kann das Ganze als Pavillon nutzen, als Zelt. Es gibt Boden dazu, standardmäßig 2 Wände mit Mesh, 2 Wände mit Fenstern und ihr bekommt unsere Schleusen dazu. Das heißt, ich stelle den entweder separat als Pavillon, ich stelle den an meinen Bus. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Wenn ihr ein Westfield-Zelt habt, nehmt euch den Pavillon zusätzlich, stellt ihn daneben. Wenn ihr noch mehr Platz braucht, könnt ihr ihn wirklich individuell so nutzen, wie ihr das braucht. Geil. Als letztes Zelt, das Buszelt, da hatte es noch keinen Namen in der Prototypenphase. Ja. Das heißt jetzt, ich weiß selber nicht, Aquila Pro. Ja. Genau. Das ist ein sehr fettes Buszelt, parallel stehend zum Fahrzeug. Und das müsst ihr euch in der Tat angucken. Es hat im Gegensatz zu vielen anderen Zelten nochmal auf der gegenüberliegenden Seite der Schleuse eben auch mal dieses kleine Canopy, was ich eben absippen kann. Und mich auch entscheiden kann, richtig, auf welcher Seite ich es anbringe. Genau, das ist der Trick an dem Zelt. Wir haben an beiden Seiten Reißverschluss. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wo soll das Zelt stehen, wie rum soll das Zelt stehen. Entweder Heck von dem Zelt zur Front vom Fahrzeug oder umgekehrt. Englischer Markt braucht es auch andersrum. Ja. Wir sind hier maximal flexibel. Es gibt für das Zelt einen Boden. Könnt ihr auch entscheiden, wollt ihr einen Boden haben, wollt ihr nicht haben. Es gibt kleine, große Schlafkabine. Könnt ihr euch aussuchen. Oder ihr lasst die Schleuse einfach weg und nutzt das mal als Familienzelt. Genau. Also es ist so echt mal universell anpassbar für alles, was ich brauche. Genau. Hier, das war jetzt ein Schnelldurchflug für alle Zelte. Ich kann nur empfehlen, zum Westfield-Stand hier in Halle 3 mal rüberzukommen, wenn man sich diese ganzen Neuheiten anguckt. Ich finde dafür, dass diese Entwicklung der letzten 2 Jahre von Westfield ist irre. Man hat auch gemerkt, dass es eine gute Entscheidung war, dass ihr ein Entwicklungscenter in Deutschland gebaut habt, um die Zelte hier in Deutschland zu entwickeln und sie dann, klar, wie viele andere auch woanders bauen zu lassen. Aber man merkt, dass dann auch viel Hirnschweiß von den Händlern, teilweise von mir, aber auch von anderen reinkommen kann, weil wir uns das Ding eben mal live angucken können. Genau, das ist für uns wichtig. Ihr seid auch öfters mal im Entwicklungszentrum. Für uns waren die letzten 2 Jahre nicht leicht. Wir haben einen riesen Sprung hingelegt, ein großes Wachstum. Alle da draußen wissen, wie die letzten 2 Jahre waren. Das hat uns viel Kraft und alles gekostet. Wir haben noch einige Dinge, die wir besser machen können, die wir auch besser machen müssen. Einige Dinge, die noch so dazukommen. Und das ist die Aufgabe für nächstes Jahr. Ich bedanke mich, Tino, für den kurzen Rundflug. Gerne. Kommt einfach in Halle 3 vorbei, guckt euch die Zelte von Westfield an. Bis dann. Ciao. Ciao.